So, liebe Gesundheitsfreunde, heute wollen wir uns mit einer total spannenden Frage beschäftigen, nämlich, warum werden manche Essenzen photosensitiv genannt? Und noch viel spannender die Frage, die dahinter steckt, warum macht die Natur das? So, das ist ein total cooler Gedanke, denn es ist so ein bisschen wie bei allem im Leben, Freunde. Wenn du dich mit einem Thema beschäftigst, fängst du immer mehr an, Dinge zu verstehen. Und desto tiefer du da eintauchst, desto mehr kommen die Aha-Effekte. Ich arbeite gerade ein ganz spannendes Thema aus, wo es um dieses Verständnis der ätherischen Öle geht. Die große Herausforderung ist, dass das Thema so unglaublich komplex ist. Wie kriegen wir das runtergebrochen? Und ich will euch das mal am Beispiel von dem Thema der Zitrusfrüchte und dem damit verbundenen Thema Photosensitivität erläutern. Schau, du findest in vielen, vielen Veröffentlichungen den Hinweis, bitte das Öl der Zitrone nicht auf die Haut auftragen, wenn du anschließend ins Sonnenlicht gehst. Das ist erstmal vollkommen richtig und wertvoll. Die Frage ist nur, was verbirgt sich dahinter? Warum wird ein Öl photosensitiv genannt? Und nochmal die spannende Frage, warum macht die Natur das? Ja, was ist der Hintergrund? So, um das zu verstehen, muss man wiederum wissen, dass das Öl einer Pflanze aus Hunderten von unterschiedlichen Molekülen besteht, die wir per Dampfdestillation oder auch Kaltpressung gewinnen, diese Öle. Und wir haben dann diese Bestandteile der Pflanze in dem Öl. So, und in der Zitrusfrucht sind sogenannte Furanoide. Das sind Molekülbestandteile chemischer Verbindungen, die die Natur uns bereitstellt, die in der Zitrusfrucht oder besser gesagt in der Schale folgende Funktion haben. Sie haben die Funktion, tatsächlich unser Sonnenlicht einzufangen. Das ist total genial. Wenn du dir überlegst, die Zitrone hängt so an dem Baum irgendwo auf Mallorca und jetzt hat die Natur sich gesagt, wir wollen so viel wie möglich Sonnenlicht in dieser Pflanze einfangen und deswegen kreieren wir Moleküle, die praktisch wie so einen Trichter, wie so ein Brennglas wirken und noch mehr Sonnenenergie in die Pflanze holen. Und da denkt man sich, warum macht man das? Oder warum macht die Pflanze das? Oder warum macht die Schöpfung das? Aus einem ganz einfachen Grunde. Weil die Schöpfung den Reifungsprozess und vor allen Dingen den Glukose, den Zuckergehalt in der Pflanze so schnell wie möglich maximieren will. Maximieren will. Ja, da ist schon wieder das schöne Stichwort. Das heißt also, die Natur ist genial. Die sagt, wie kann ich aus dem Licht, was da ist, das Optimum rausholen und noch einen Schritt weiter gehen, mir sozusagen einen Verstärker herbeiholen, damit diese Zitrone so viel Energie wie möglich bekommt. So, und das ist faszinierend, Freunde. Wenn du das verstanden hast, das ist der Grund, warum die Zitrusfrüchte diese furanoiden Verbindungen haben, die dann in der Literatur als phototoxisch genannt werden. So, und was passiert jetzt? Jetzt trägst du dir das Öl auf die Haut und auf der Haut passiert natürlich genau das Gleiche. Diese Bestandteile sind in der Frucht, sind in dem Öl und auch auf der Haut wirkt jetzt, wenn das Sonnenlicht kommt, diese Furanoide wie ein Brennglasverstärker. Und dadurch kann es tatsächlich dazu kommen, dass Pigmentveränderungen oder auch Verbrennungen auf der Haut stattfinden. Übrigens total interessant ist, wenn man die Zitrusfrüchte dann näher betrachtet, auch die Grapefruit beispielsweise, wenn die ihre Vollreife erreicht hat und man erntet sie und man testet dann den Furanoidgehalt, dann ist der nahezu wieder verschwunden. Und daran siehst du, wie genial die Natur ist. Denn jetzt ist genug da. Jetzt sagt die Natur, es ist genug. Also jetzt verschwinden diese Moleküle wieder, weil die Natur einfach genug hat und nicht so sagt, jetzt packe ich mir noch einen oben drauf, noch mal einen Schuss Energie, weil ich bin ja fertig, ich bin voll. Und das ist genial an der Natur. So, für uns bedeutet das jetzt, wenn wir das geniale Öl der Zitrone oder Zitrusfrüchte nutzen, und ich kann nur jedem empfehlen, es wirklich tagtäglich zu nutzen, dann machen wir es so, auch jetzt im Sommer bei diesem Sonnenlicht, dass wir es dort nutzen, wo wir keine direkte Sonneneinstrahlung haben. Also unter die Füße zum Beispiel. Bei uns, bei den Kindern, immer unter die Füße. Wir tragen es dort am Körper auf, wo kein Sonnenlicht hinkommt. Von mir aus auf den Hintern oder wo auch immer. Vorausgesetzt, du hältst sie nicht nackt in die Sonne. Ja? Oder du nimmst es innerlich ein. Unsere Plusöle sind für die innere Einnahme zugelassen. Und dort kannst du logischerweise das Öl ganz normal über den Mund aufnehmen. Oder aber du würdest es in Anführungsstrichen verdünnen, dann musst du aber genauso berücksichtigen, auch beim verdünnten Öl, nicht die direkte Sonneneinstrahlung. Freunde, einmal mehr, komplexe Zusammenhänge runtergebrochen, verständlich, damit du
immer mehr Sicherheit bekommst im Umgang mit den ätherischen Ölen und wirklich Lust hast, sie in dein Leben zu integrieren. Wenn dir das gefallen hat, gib uns hier den Daumen bei YouTube, hinterlass uns deinen Kommentar unten drunter, abonniere den Kanal und teile das Video, weil ich bin ganz sicher, gerade jetzt um die Zeit, wo die Sonne draußen wirklich uns wieder verzaubert, gib den Menschen solche Hintergründe weiter, weil die Natur ist so genial, wenn wir sie anfangen zu verstehen. In dem Sinne, euch ein schönes Wochenende.